Servus Leute, zurück zu Let's Play Mortal Realms Vampire Wars. Wir haben das letzte Mal die letzte Verbündete aufgetrieben. Die haben wir auch gleich der Armee hinzugefügt. Und jetzt haben wir vor, diese Mission abzuschließen. In diesem Blatt wollen wir diese Mission abschließen. Zwei Ausrufezeichen hier. Wahrscheinlich zwei Menschenhochburgen, die vernichtet werden müssen. Was mit dem ist, ich weiß nicht, ob der verbuggt ist oder... Boah, der ist halt dort hinten und chillt sein Leben. Auf jeden Fall cool. Ich hätte gern eine Armee voller solcher Spezialeinheiten. Die sind nämlich alle super strong. Nehmen wir einen. So, wo sind sie, die Menschen? Okay, das können wir nehmen. Brauche ich das nicht zwingend. Ich nehme das da und das da. Wir haben nämlich viele Erfahrungspunkte. Mehr Blut geht immer. So, wir haben... Dort oben ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Dann gehe ich erstmal zu dem Ausrufezeichen, das nicht auf der Karte ist. Hallo, mein Freund. Oh ja. Oh ja, da gehe ich mal einen Schritt zurück. Okay, so... Die greifen mich an. Und ich kann es nicht automatisch entscheiden. Das ist belastend. Obwohl das... Die haben keine Chance. Die haben nicht den Hauch eine Chance. Ja, ich bräuchte jetzt eine Zweitarmee im Hintergrund, die es hinterher rücken könnte. Und naja. Hätte ich die Bestienhalterin wohl so lassen sollen. Was haben wir? Erleidet Schaden. Das kriegen wir hin. Oh, wir haben beide Buße. Gut. Zeig mir das Feld und zeig mir unsere Art von Gegner. Wir haben Schwertkämpfe, Schwert, Speer, Unteroffiziere. Nice. Unteroffiziere. Oben rechts sieht man drei. Speerkämpfer ist die Billo-Einheit. Schwertkämpfer ist Stufe 2-Einheit. Unteroffiziere ist eine Stufe 3-Einheit. Wow. Davon hat er einige. Die haben auch die können auch einiges. Seht ihr das? Erstens deren Fähigkeiten und zweitens deren Defense. 5 und 5, das. Okay. Der hat anscheinend einen Buff der nahegelegen. Nee, irgendjemand. Die sind ja auf jeden Fall vom Schaden her gebufft. Okay. Ich dachte, das ist ein Billo-Haufen. Es sind auf jeden Fall alles nur Nahkämpfer. Das können wir uns zum Nutzen machen. Wir haben hier einmal Rüstungsbuff. Das ist zwar geil, aber... Leider zu nah an denen, also ich komme da nicht hin. Wir haben... Oh, die ist sogar beritten. Warte. Ne, sie sind Krieger. Okay, du bist ein... Oh, Lord. Tank, Tank, der Tank. Tank! Tank ist super. Die bufft alle neben ihr. Oh, wie viel Damage. Ja, eigentlich könnte ich... Ich denke mir, ich könnte mit meinen Helden das allein erledigen, oder? Aber wir machen das so. Wir werden uns hier hinten verbarrikadieren. Hier ist wieder so eine gute Kampf-Area, Todeszone, so nenne ich es mal. Wir stellen sie hier hin. Ein Tank, eventuell... ich weiß es noch nicht. So, die Bogenschützen hier. Kämpfer hier. Du da. Die haben keine Teleportiereinheit. Dann machen wir es so doch. Ah, ich hätte gerne den Buff auf. Oh, Moment, sehe ich das richtig? Oh. Sie muss da stehen. Weil sie bufft die ganzen Bogenschützen. Aber ohne sie machen die. Oh ja, doch, doch, doch. Ja, das sind 13 mehr Damage. Das ist eine gute Kombination hier. Das ist eine super Formation. Legen wir los. Okay. Kommt her. Lasst mich euch töten. Warten, 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 warten. Warten, warten. Schneller, schneller, schneller. Kommt hervor. Kommt hervor. Ich mache euch alle platt. Rückt ruhig vor. Zerfleddert euch und dann mache ich euch platt. Während wir unsere Formation halten und warten, kommt der Gegner unsortiert und komisch auf uns zu und
Wir nutzen das aus und schlagen dann zu, sobald sie in Reichweite sind. Seht ihr, das ist wieder gelaufen. Der ist gerade hier so zickzack gelaufen. Das finde ich sehr verwirrend. Okay, von der Seite kommen da schon mal welche. Du kannst nicht niemanden treffen. Kann es sein, dass sie hier klüger navigieren? Weil die sind immer noch nicht in Reichweite. Sonst waren sie immer in... Ah, da ist schon der erste in Reichweite. Angriff. So früh wie möglich diese Fähigkeiten nutzen, damit sie schnell, so schnell wie möglich wieder verfügbar sind. Das war die schwächste oder eine schwache Einheit, die da kommt, aber hey, besser als nichts. So, musst wieder weiterkommen. Hier. Ein Stück vorrücken. Weiter. Ja, ich bin jetzt in Reichweite eigentlich. Ihr Ding könnte ich töten, aber die sollen zu mir kommen. Nicht umgekehrt. Oh ja, ich erwarte sie. Oh, da hat irgendjemand geheilt. Ich glaube, der hat heilen, oder? Hat der das nicht gerade gemacht? So, jetzt müssten sie aber in Reichweite kommen. Jawohl. Der erste ist da. Wir können sie angreifen. Sehr schön. Unteroffiziere. Toben. Was macht Toben? Schau mir. Für einen Zug 40 extra Angriff und Overkill. Muss ich jetzt lesen, was Overkill... Okay, die haben ordentlich Schaden einkassiert. Die haben schon mal eine Stufe höher. Ich noch nicht. Tatsächlich muss ich zugeben, die sind klüger gelaufen, als ich es erwartet hätte. So, wir verstopfen hier mal den Weg. Hier kommt keiner durch. Und hier können sie nur von meistens einer Seite angreifen. Will ich unterstützen? Nein, will ich nicht. Hier machen wir auch dicht, ja. Wir haben zwar Overkill und alles. Ja genau, was macht nochmal Overkill? Overkill. Was macht Overkill? Overkill, ein zusätzlicher, nachdem er ging. Ja, die kämpft jetzt gegen einen Helden. So, wir warten hier. Wir warten hier. Die kommen hier durch die Nadelöhre nicht mehr durch. Die können hier nichts machen. Die müssen jetzt theoretisch hier außen rumkommen. Und hier erwarten wir sie. Die zwei kämpfen ohne Probleme gegen diese Truppen. Du musst noch nicht aktiv werden. Du kannst aktiv werden. Ah, tötest leider noch nicht ganz. Aber jetzt, das ist nicht schlecht. Wir haben jeweils hier einen Tank, der uns schützt. Und ja, die haben jetzt nur noch einen Zugang zu uns. Den müssen sie nutzen. Oh, Moment. Wieso hast du keinen Schaden bekommen? So, wir greifen weiter an. Ah, Krieger halten extra Rüstung, das ist schlecht. Was soll man machen? Diener von Dracul. Das Blut, es ruft nach. Okay. Ja, ich möchte jetzt erstmal die weg haben. Eine Einheit weniger. Genau, dann können wir nämlich hier anders vorgehen. Und ihr kümmert euch jetzt. Warum? Was ist mit seinem Leben los? Was ist verkehrt mit dir? Das Blut schenkt uns Kraft. So. Das ist jetzt belastend. Die Heiler sind nicht die stärksten in der Hinsicht. Okay. Du kannst die töten mit deinem Zug, genau. Du hast nämlich den noch zur Verfügung. Und dann kommt er dran. Er kümmert sich um... Oh, eine halbe Flanke. So, er darf nochmal. Erstmal zaubern. Er hat noch mehr Mana.
eigentlich lohnt es sich voll, dieses Mana immer auf die anzuwenden und den sowas von niederzumetzeln. So, der Lord ist tot. Lang lebe mein Lord. Erhält mitreißend? Ja, dein Lord ist tot. GG. So viel dazu. Das will ich tatsächlich nicht. Rückzug. Angriff. Das ist geil. Sowas gefällt mir. Heldeneinheiten. Nee, du bleibst mal da, wo du stehst. Ihr wartet erstmal. Und schaut, was passiert. Okay, auf der Seite muss supported werden, weil die können noch kämpfen. Die können nichts machen. Die sind tot. So ist es einfach. Die hingegen können beide noch kämpfen. Wobei, ich hätte die angreifen sollen, dann wären sie wahrscheinlich so geschwächt, dass sie einen Debuff bekommen. Oder? Nein? Nein, nein. Schade. Okay, die versuchen's. Leiden aber dafür. Die können anspringen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich, ich kann... Nur die zwei sind angeschlagen, dann heile ich den Lord. Der Tank zählt nicht mehr. Wobei, der Tank war nicht in Reichweite, deswegen. Deswegen konnte ich den nicht... So. Töten oder nicht töten? Ich weiß halt leider nicht, wie viel Schaden die machen. Warte, wer kommt zuerst? Die dort oben kommt zuerst. Also muss ich von hinten töten. Zeit, dass er ein Level abbekommt, weil dann kann ich das mit den... Dann kann ich das mit Mana machen. Dann kriegt er mehr Mana und tatsächlich, wenn man viel Mana zur Verfügung hat, dann kann man natürlich auch alle Zauber auf einmal draufhauen. So, du bist weg vom Fenster und du bist weg vom Fenster und du bist weg vom Fenster. Hat wieder wunderbar alles geklappt, würde ich behaupten. Hat mir gefallen. Gut, die Gegner haben sich selbst geopfert. Haben wir akzeptiert. Zur Kenntnis genommen und uns gefreut. Der Haken ist, ich muss leider zurück, weil die eine Armee gegen mich vorgeht. Und sowas erwarte ich dann später in weiteren Missionen häufiger, dass ich hin und zurück muss. Aber für sowas sind ja dann solche Sachen gedacht. Revitalisieren zum Beispiel... Dann kriegen wir mehr Aktionspunkte. Wir können den angreifen. Also hier das mit den Aktionspunkten, das ist gar nicht so... Oh, da haben wir einen automatischen Kampf. Komischerweise. Easy. Mhm, mehr Erfahrungspunkte. So, erhöhtes Mana. Erhöht die Mana-Regeneration. Geile Sache. Weil ich habe ein bisschen Mana ausgegeben. Oh, der gibt auch immer... die KI ist klug. Ja, why not? Die KI ist klug. Wie weit weg kann ich denn... Okay, ich kann sogar eine Stadt weit hinten einfach aufzehren. Gut zu wissen. Also egal, was ich besitze, ich kann es aufzehren. Muss nicht in der Nähe sein. Mana? Mhm, habe ich jetzt wieder, weil wer weiß, was für ein Gegner hier auf mich trifft. So, ich habe 4 zur Verfügung. Ich gehe hier hin. Geheilt habe ich noch nicht tatsächlich. Okay. Sollte ich sicherheitshalber... Oh, verdammt, ich hätte es im Dorf machen können. Ich hätte einfach da laben können. Wir gönnen uns das und dann nächster Zug. So. Sollte hier das meinige sein. Die Menschenfeste. Okay. Okay. Sie gehört mir. Was ist das? Schmiede und Bibliothek, okay. Rekrutieren, okay. Ist alles nicht so. Das brauche ich nicht mit der Schmiede. Weg.
Ein Wunschstein. Das gönne ich mir gerne. Einen Wunschstein. So. Sieht so aus, als würde der Gegner nicht mehr viel machen. Einheiten hätten mehr... Oh. Ja. Oh. Ist, glaube ich, wahrscheinlich schon jetzt generell regeneriert gewesen, aber naja. Vorrücken, vorrücken und weiter vorrücken. Am gefährlichsten ist es höchstens, wenn... Ich brauche Aktionspunkte. Das sind Aktionspunkte. Toll. Dadurch habe ich auch nur den Punkt, den ich gerade ausgegeben habe, wiederbekommen. Ja, und noch eine weitere Stadt, mein. Weiter geht's. Wir schreiten Schritt für Schritt vor, nehmen Teil für Teil ein. Wenn schon, denn schon. Und dann gehört mir... AP ist wichtig. Ja, das ist ganz nett. Alles nicht wichtig. Wichtig ist jetzt nur noch der Angriff. Ist hier noch irgendwo eine Armee? Nein? Ja, dann. Guten Tag. Karten mit. Das brauche ich nicht. Oh, das gönne ich mir. Dann kann ich mir nicht noch was machen. Da muss ich auch nichts weggeben. Konstruktion. Hier können wir die Stadt upgraden. Rathaus. Mehr Blut insgesamt. Und Beanspruch. Ziel abgeschlossen. The Eternal Bond geschafft. Besiege die sterblichen Invasoren und ihre Festung ein. Suche die Dracul-Lords und bringe sie dazu, sich dir anzuschließen. Jetzt ist meine Frage, wenn man seinen Lord verliert, also wenn so ein Held drauf geht, auch von den Menschen. In dieser Mission haben die jetzt scheinbar, die hatten noch zwei Festungen, hätten was nachproduziert, aber die haben nichts nachproduziert. Kann man die nachproduzieren oder wieder auferstehen lassen? Weil wenn nicht, dann ist es für zukünftige Missionen wichtig zu wissen, dass man, wenn man die Helden vernichtet, sie nicht wiederkommen. Aber wir werden es wahrscheinlich erst in der nächsten Mission, die brutal wird, herausfinden. Nein! 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 So viel zum ewigen Band. Als nächstes ist Rache angesagt. Aber wie man in den Kommentaren des Spiels schon sehen konnte oder in den Reviews oder im Forum hauptsächlich. Die nächste Mission soll anscheinend eine bockschwere Mission sein. Die Gegner sollten dann vermutlich aus allen Ecken hervorkriechen und einen angreifen und einem nicht viel Zeit lassen. Und es wird heftig. Schauen wir mal. Also, ich komme eigentlich ganz gut mit Wellen von Gegnern zurecht, solange ich genügend Heil und Revitalisieren und eine hochgelevelte Armee habe. Schauen wir also mal, wie das sich so verhält. Generell kann ich mir vorstellen, also wir hatten jetzt bisher noch keinen Gegner, der irgendwie gelevelte Einheiten hat. Wir hingegen, dadurch, dass wir dauernd kämpfen, haben gelevelte Einheiten. Aber wenn wir nur eine Armee haben... Und dass unser Gegner sozusagen nur uns als Gegner hat, dann kann er auch nicht wirklich leveln, oder? Wir werden es wahrscheinlich beim nächsten Mal herausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.